So ihr Lieben, ein Tag nach dem Feuer. Und ja, alles ist im Arsch. Sieh sich das mal an. Ich kann es nur noch... Kaufe die verbrannten Möbel neu, das habe ich nicht. Muss sie leider aussortieren, die Möbel. In der Hoffnung, dass ich noch ein bisschen Geld habe, dann, um den Rest neu zu kaufen. So, ach Mensch, Mensch, Mensch. Ist der Teppich auch hin? Nee, der Teppich sieht noch gut aus, okay. Gut. Ja. Da war jetzt, aber das Problem ist, dass das Feuer jetzt ja wiederkommen wird, so. Also, das ist ja, also wir haben jetzt da halt so ein Anti-Feuer-Getüdel. Aber hier nicht. Dementsprechend müssen wir hier auch mal erstmal ein... Können wir hier irgendwo Feuerlöscher werden? Ja, das weiß ich. Aber irgendwo konnte man doch auch die Brandgefahr oder so sehen, ne? Also ich weiß, dass man das konnte. Ich habe es schon mal gesehen. Ich weiß nur nicht, wo. Ne, hier nicht. Begehbaren Bereich anzeigen. Guck mal schön. Aber das ist es nicht. Egal, wir stellen hier schon mal. So. Und hoffen darauf, dass das klappt. Dass das reicht. So. Jetzt haben wir noch 555 Münzen. Das ist nicht viel. Haben wir was in Planung? Ja, haben wir. Okay. Gut, 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 gut. Wie ist die Forschung? Worauf ist die Forschung ausgelegt? Ja, okay, dann wird das was. So. Sehen wir uns das hier nochmal an. Gut, dann beginnen wir den nächsten Tag. So. Können wir, wir haben eh kein Geld, um die Leute loszuschicken. Da gehen die ersten schon nach oben. Und kommen auch direkt hier hin und finden das auch gut. So. Genau. Vielleicht sollte ich hier eher eine Tür hinmachen, oder? Das macht ja mehr Sinn. Dann kommst du von der Bar schneller dahin. Ich glaube, das mache ich auch. Kann ich das jetzt eben machen? Ja, ne? So. Und, muss ich die einmal wegmachen? So, genau. Zack. So, dann einmal das Dekor, bitte. Ups. So. Aber das passt da nicht mehr rein, ne? Nee, irgendwie nein. Leider nein, leider gar nicht. Ziehen wir das alles ein bisschen rüber hier. So, ja, nee, passt aber doch so. Achso, nee, hier ist eins jetzt im Weg, okay. Zack. So, okay. Dann ist das auch besser, glaube ich. Ja, ja, doch, doch, doch. Denke doch. So, die Stimmung ist gut. Alle Gäste, siehste, sehr schön. Alle Gäste wurden versorgt. So, hier haben wir sowieso genug. Ups. Bei ihm können wir ein bisschen nachkaufen. Ne, nicht das. Da. So. Meiner Küche kurz checken. Da habe ich auch schon, glaube ich, länger nicht mehr geguckt. Aber ne, da ist auch alles gut, ne? Ja, alles tutti in der Küche. Guck mal, sehr schön. Sehr, sehr, sehr gut. So, können wir auch irgendwas abgrabbeln hier. Guck mal. Ach ne, wir haben neue Quests. Okay, bereite grüner Erbsentopf 23 mal vor. Ist bald fertig. Okay, serviere einen Tag lang nur Desserts. Das können wir als nächstes machen. Gib mehr als 5000 Münzen an einem Tag aus. Ja, da bin ich gut drin. Das kriegen wir locker hin. Da können wir hier direkt weitermachen.
Schwupps. Gucken wir mal. Das haben wir jetzt ja wohl schon hinbekommen. Können wir direkt abholen. Ist die Forschung schon weiter? Nee, noch nicht. Noch sind sie nicht gegangen. Hier ist richtig was los, ne? Das hier können wir auch noch erweitern eigentlich, ne? Den machen wir da auch nochmal so einen Außenbereich hin. Dann müssen wir den Feuerlöscher nochmal vorm Fenster wegstellen und das Fenster zu einem Dings umbauen. Aber prinzipiell. So, das haben wir auch. Bup, bup, bup. Bald haben wir das hier und das ist wichtig, glaube ich, ne? Das war hier irgendein Getüdel, das wir brauchen. So, einen Tag lang nur Desserts. Ja, dann kümmern wir uns doch mal kurz um das Menü. So, Nachspeisen alle. Hauptgänge keine. So. So. Warum ist der denn so angezeigt? Egal. So. Dann können wir hier was Neues hinzufügen. Und zwar entweder das Wikinger-Treffen. Das können wir auch schon machen. Ah ne, dafür wird das Rezept Walnusskuchen noch gebraucht, siehst du? Aber hier, bald können wir das hier, das, ne? Fleischeintopf. Fischeintopf, dann können wir das, Merlin der Zauberer, den können wir dann einladen. Guck mal, nice. Wieso können wir das nicht machen? Wo haben wir denn den Walnusskuchen nicht? Ist ja doof, warum haben wir den nicht? Kein Walnusskuchen? Kirschtorte? Nö, 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 nö. Ja, Walnusskuchen. Schließere weitere Aufgaben ab, um dieses Gericht... Ja, okay, aber... Dann kommt der Walnusskuchen vor... Ne, Moment. Da. Das ist der Fischeintopf. Da kommt der Walnusskuchen. Wieso kann ich denn die Wikinger einladen, bevor ich... das ist aber merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Also eigentlich müsste ich doch erst die Wikinger einladen können. Aber okay, das ist auch eine andere Special-Kategorie, ne? Da sind halt seltene Gäste und ein königlicher Gast. Ne, das ist ja nochmal was anderes. Na gut, erstmal machen wir hier Ollies Piratentreffen. So. Schönes Ding. Okay. Gut, 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 gut. Ach ja, dann wollte ich noch hier kurz einmal... Das geht so nicht. Das muss nachkorrigiert werden. So. Boop, 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 boop. Schon besser. Einmal die Sitzplätze anpassen, bitte. Können wir das direkt hier machen? Ne, müssen wir gleich nachziehen. So. So. Schwupps. Boop, boop. Okay, die kann ich mir auch nicht mehr leisten. Gut, die müssen wir ein bisschen weiter auseinanderziehen, ne? Weil da können vor Kopf auch welche sitzen. Das war so ein Ding bei den Dingern. So quasi. Dann mache ich sowieso nochmal hübscher. Dann muss hier so ein extra Raum und so und... Ach ja. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass jetzt mal wieder ein bisschen Geld in die Kneipe kommt. Und zwar machen wir das, indem wir auch ein bisschen die Preise erhöhen. Nein, das ist das Gegenteil. Getränkepreise kann während eines Ereignisses... Achso, okay, gut, gut, gut. Ah, da kommt ein Dieb, aber hier, ne? Der kriegt auf die Mütze.
So, jetzt werden die Preise angezogen. Wuppi. So, wie viel Unterschied macht das? Wow, das macht einen Riesenunterschied. 281 Gäste oder 403? Nee, dann können wir aber die Preise nicht wirklich erhöhen, oder? Die machen wir mal nicht. Lassen wir so, wie es ist. Ja, wir sind tatsächlich sogar minus mal. Nee, nee, lassen wir die Preise so, wie sie sind. Sonst kann sich das nicht, nicht mal, oder fast die Hälfte nicht leisten, so. So, guck mal, hier oben ist auch richtig Remi-Demi. Jetzt stellt sich die Frage, ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich auch neues Personal, oder? Habe eine Durchschnittsbewertung vom Essen. Oh nein. Oh, da bin ich aber knapp drunter. So ein Mist, ey. Ups, das war das Falsche hier. Ja, durchschnittliche Belegung 91%. Ich werde oben definitiv noch eine neue Band anheuern müssen, aber müssen wir halt auch nochmal schauen, wie wir das machen. Vielleicht mache ich auch hier, obwohl hier ist ja schon so ein Außenbereich, ne? Vielleicht muss ich den nur vergrößern oder so. Mache ich hier so einen Hauptschrank? Ah, ich weiß noch nicht. Müssen wir gucken. Ist auch alles noch relativ, relativ hässlich, sehe ich gerade auch, ne? Bodentextur geht. Habe ich eine neue Bodentextur? Das sieht neu aus, oder? Oh, das sieht aber auch neu aus hier. Das ist irgendwie frostiger. Untere Wand, obere Wand. Das kenne ich aber auch noch nicht. Wird hier ein bisschen was dazu gepätschelt. Untere Wand, wenn ich das jetzt... Ich probiere mal was aus. Untere Wand, aha. Obere Wand, aha. Das ist aber auch neu, ne? Das ist vorher nicht so gewesen. Hm, sehr schön, sehr, sehr schön. Guck mal. Ist hier auch was Neues dazugekommen? Nee, hier noch nicht. Ja, das geht hier oben, aber nicht. Hier oben sieht das komisch aus. Oh, oh, oh. Ups, so. So, machen wir das schon mal so. So, dann wird das ein bisschen heimeliger hier, ne? Dann machen wir hier. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. So. Untere Wand, bitte. So, wie unten auch. Okay, und dann dürfen auch ruhig mal Fenster noch rein, ne? So. Dekoration, da dürften wir bestimmt auch die, muss ja auch mal hübscher werden, oder? Also es wirkt hier alles so kalt und karg. So. Dann auch mal so zwei Bilder hier an der Wand. Dann habe ich kein Geld mehr. Aber es wird schon, es wird schon. Oh, da ist jemand angepisst und geht. Wir haben immer noch nicht genug Leute, die bedient. Also wir brauchen mehr, brauchen mehr Servicepersonal. Es nützt nichts, es muss sein. Wir können auch noch wen ableveln, glaube ich. Hier, zack. So, Geschwindigkeit. Danke. Aber wir brauchen auch mehr Kellner, genau. Kellnerinnen und so. Aber ich glaube, ich kann noch wen ableveln, ne? Irgendwen. Nee?
Noch nicht. So, trägt 3 Getränke, trägt 5 Getränke. Eigentlich nicht so wichtig. Lohn kriegen sie alle gleich. Gewinnt 2x schneller Erfahrung. Erhält 5 Trinkgeld für jedes servierte Essen. Die Stimmung sinkt jeden Tag 20% langsamer. Ich nehme die einfach mit. Zack. So. Wo haben wir sie? War das Liv? Ja, gut. So. Zack. So. Super schnell. Ja, ob das so eine gute Kombi ist, weiß ich nicht. Getränke, ups, Reinigung mehr so mittel. Und Hotel gar nicht. Mal gucken. Okay. Gut. Dann haben wir das auch. Und da können wir wieder was abgrabbeln. Dann kriegen wir schon mal 800 Münzen dazu. Das ist schon mal ganz gut. So. Gut. Dann können wir noch hier kurz schon mal neue Sitzplätze ordern. Kriege ich noch einen von denen? Nein, kriege ich nicht mehr. Kann ich die noch anmalen? So. Dann haben wir hier auch bessere Sitzgelegenheiten. Und dann gucken wir doch mal, wer liegt denn hier alles so rum? Guck mal hier, da. Der Schmiedemeister mit dem Schmiedelehrling. So, so. Und hier haben wir die beiden Nonnen, die nun wirklich Lampf rum. Aber Hauptsache im Luxuszimmer, ne? Ja, ja. So. Haben wir hier noch. So. Hier, hier schläft Daredevil. Okay, ja, Gott. Ja, alle zufrieden und glücklich. Was hat das Hotel gebracht? Jetzt bin ich mal ganz kurz neugierig. Ja, Getränke verkauft. Ja, doch, also eigentlich ist es ja schon ziemlich krass, oder? Also das restliche, ich guck mal so kurz. Die Kneipe selber bringt 3430 knapp. 3428. So. Das ist okay. Wenn man dann das Hotel damit vergleicht, womit man eigentlich null Arbeit hat. Ja, man hat hier halt diese Zimmer und so, aber man hat eigentlich keine Arbeit. Und wenn man bedenkt, dass hier auch immer noch dieses Forschungsding ist, dann ist das schon ganz okay. Jetzt überlege ich, weil hier ist ja gar nichts. Hier kannst du eigentlich auch, ne? Hier kannst du nochmal 2 Zimmer machen. Dann machen wir das Zimmer hier kleiner. Machen wir hier noch eins hin, hier noch eins. Und dann kannst du den Flur einfach länger ziehen und fertig. Dann ist da auch nochmal ein Zimmer. Hier ist auch nochmal Platz, sehe ich gerade, für ein Zimmer. Habe ich auch noch vergessen. Also 3 Zimmer kriegen wir Minimum raus. Wenn das reicht, dann kriegen wir sogar eins. Also wenn 2 reichen, 2 Felder, dann kriegen wir 1, 2, 3, 4, 5 Zimmer sogar raus, im Endeffekt, wenn wir das Zimmer umbauen hier. Ja, also je mehr Zimmer, desto besser ist es natürlich. Ne? Es ist halt nur schwieriger, dann coole Sachen reinzupacken, damit der Luxus stimmt. Aber okay, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis dann.